Neue Woche und auch wieder Aktien im Fokus mit Freestocks und Fit for Finanzen hier im Programm. Schön, dass Sie dabei sind und mit uns auf Aktien schauen, die vom Kursgeschehen ja interessant sind und natürlich auch von der Unternehmensgeschichte. Den Wert kennt wirklich jeder. Ich will Ihnen daher jetzt noch nicht verraten. Nach dem Intro macht das der Roland Jegen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Pünktlich zur Mittagszeit darfst du mal ganz tief ähm, in unsere Ermittlungen in Richtung, was kann man denn so essen gehen und etwas vorstellen, wo es viele täglich hinzieht. Ja, zu McDonalds. Das ist sicherlich das bekannteste Schnellrestaurant der Welt. Die Aktie kam in den letzten Wochen doch stark unter Druck. Und vor diesem Hintergrund schauen wir uns heute noch mal etwas näher an. Was macht McDonalds? Was sind auch die Perspektiven? Wie sehen die Fundamentaldaten aus? Und was hat man vielleicht auch auf Basis der Charttechnik in den kommenden Wochen zu erwarten? Ja, ich aus den neuen Bundesländern habe ja immer davon geträumt, als Jugendlicher zu McDonald's gehen zu dürfen. Das war dann erst ab 1989 möglich. So habe ich es mir immer vorgestellt. So war es dann am Ende, aber gar nicht mit so vielen äh, Schriften und der erste Euphorieantrang, der hat sich dann auch gelegt. Aber tatsächlich, da gab es lange Schlangen über Stunden hinweg an den ersten McDonald's-Filialen im Osten, wie es so schön heißt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es wurde dann auch sehr beliebt in Ostdeutschland. Mittlerweile ähm, wirklich weltweit vertreten, auch im McDonalds. Da gibt es nur ganz, ganz wenige ähm, Flecken auf der Welt, wo man nicht vertreten ist. Man hat ja mehr als 40.000 Standorte entsprechend. Und ja, so sahen die ersten Restaurants aus. Auf der nächsten Folie sehen wir das Ganze mal aus dem Jahr 1948. Äh, etwas spartanischer, mit etwas weniger Beleuchtung, als man es heute äh, kennt. Aber das war entsprechend hier das erste Restaurant, das die Gründer. Richard und Morris McDonald hier gegründet haben. Die hatten auch schon mehrere Gehversuche wie ganz viele Unternehmer, bevor es erfolgreich wurde. Und da waren Kino zum Beispiel davor, davon. Und Dick und Mac, so hieß das nämlich, hatte auch eine gewisse Implikation auf die Namen der erfolgreichsten Bürger dann später gehabt. Ganz genau, das sind quasi die Spitznamen auch der beiden Gründer entsprechend und das darauf beruht dann auch der Name hier von von McDonald's von dem Nachnamen abgeleitet und ja, die Pommes brachten dann 1948 letztendlich den Durchbruch und sind bis heute das meistverkaufte Produkt ja, also so fingen die Ursprünge an und letzten Endes ist damit aber nur ein Restaurant größer geworden, aber noch nicht dieses weltweite Netz entstanden. Dafür war dann dieser Mann verantwortlich, den wir hier auch mitgebracht haben. Ab den 50er Jahren hat er nämlich dafür gesorgt, dass aus dem McDonald's-Schnellrestaurant auch eine Franchise-Kette wurde. Genau und das ist bis heute das Erfolgsrezept äh, schlechthin entsprechend, diese Franchise-Lizenzen, die man vergibt entsprechend und da kassiert McDonald's dann natürlich anteilsmäßig vom Umsatz entsprechend einen Prozentsatz und dieser Prozentsatz, der soll auch nochmal gesteigert werden, ich glaube zu Beginn des nächsten Jahres, ähm, bis dato sind es 4% äh, aktuell und dieser ähm, Franchise-Anteil ähm, soll dann auf 5% angehoben werden und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr schöner Margentreiber auch für McDonald's, man hat keine weiteren äh, Kosten, aber man wird ähm, sowohl Umsatz als auch Gewinne natürlich dann deutlich äh, steigern können. Ja, ich kenne tatsächlich einen Franchise-Nehmer, also einen McDonalds-Schnellrestaurantbetreiber, und der sagt, dass es für ihn nicht nur die Franchise-Gebühren sind, die so auf die eigene Marsche drücken, sondern auch immer der Wunsch der Company, ähm, eine neue Ausstattung zu bringen, eine neue Leuchtwerbung oder, oder. Und das muss man dann auch mittragen ganz genau, das steht ganz detailliert auch in den Verträgen drin. Da muss man sich an die Vorgaben entsprechend hier von McDonalds halten und kann da nicht machen, was man will, sondern egal, wenn es um, um Werbung geht oder um, wenn es um die Gestaltung der Restaurants geht, muss man sich strikt an die Vorgaben halten. Und dann auch nur bei dem einen Hersteller bestellen, der quasi vorgegeben ist. Also gar nicht so das freie Unternehmertum, so ein Franchise-Ding. Knapp 40.000 Franchise-Restaurants gibt es und davon sind dann rund 8.000 auch die Partnerrestaurants, die folgenden Umsatzanteil hier hervorbrachten. Wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich tatsächlich diesen Film, der das ziemlich gut porträtiert. Ja, da erfährt man dann mehr über die Historie entsprechend und wie sich das Unternehmen über die Jahrzehnte hier entwickelt hat. Ja, die Marke ist also international bekannter geworden vom Umsatzanteil, aber immer noch sehr, sehr beliebt in den USA, aber auch weltweit mit Abstand die Nummer eins bei den Schnellrestaurants. Ja, ganz klar, weiterhin die Nummer eins. Und da hat man wirklich eine Vormachtstellung und äh, konnte die bisher gegen die Konkurrenz, die natürlich auch immer größer wird, äh, immer mehr Schnellrestaurants äh, versuchen, entsprechend das Konzept hier auch zu kopieren, aber an McDonalds ist bis dato niemand hier herangekommen. Und es hat natürlich ja auch Vorteile, wenn alles normiert ist. Da denkt man an Urlaubsreisen, wo man vielleicht so ein bisschen ähm, verlässliche Nahrung zu sich nehmen möchte, gerade in Regionen, wo ähm, vielleicht der eigene Marken gar nicht mit klarkommt, weil es zu scharf ist oder zu heiß oder was auch immer. Und äh, da ist es immer ganz wichtig, auch zu wissen, was kostet denn überhaupt so ein Big Mac. Und interessanterweise, nicht nur für die Börse gibt es da einen Index, der international vergleicht, ähm, in welchem Land der Big Mac am preiswertesten oder auch am teuersten ist. Wir haben hier mal einen Auszug mitgebracht. Ja, das ist wirklich ein interessanter Indikator auch für die äh, Preisentwicklung entsprechend und hier sieht man zum Beispiel der Preis für den Big Mac in den USA bei äh, aktuell 5,15 Dollar und dann sieht man, wo entsprechend die Preise in den anderen Ländern hier äh, liegen. In der Schweiz äh, es ist es nicht verwunderlich, dass er doch teurer ist. Im, im Euroraum liegt er knapp unterhalb äh, des Preises in den USA und hier sieht man auch weitere Vergleichsländer. Ja, interessant. Und ähm, da darf man sich nicht übers Ohr hauen lassen, wenn dann in einem exotischen Land der Picknick auf einmal 10 Dollar kosten soll, umgerechnet. Ja, da ist dann doch was faul. Aber nicht faul ist es bei den äh, Zutaten, insbesondere wenn man sich äh, die Kombinationen anschaut, die ja im Grunde genommen immer aus denselben Dingen bestehen: Salat, eine Soße, äh, Fleisch oder Fisch und am ähm, Ende ein Brötchen drumherum. Ja, ganz genau, aber es gibt die unterschiedlichsten äh, Soßen und Kombinationen und so lässt man sich auch immer wieder neue Produkte hier letztendlich äh, einfallen und hat dann natürlich auch immer entsprechend äh, das passende Marketing hier parat. Ja, wenn man dann übrigens mal äh, jemanden im McDonald's-Restaurant äh, aus der Ruhe bringen möchte, dann bestellt doch einfach einmal alles. Das kostet 140 Euro ungefähr und dann kriegst du von jedem Produkt eins, aber die Küche ist da ganz schön am Rotieren, weil nicht alles natürlich vorbereitet ist. Interessanterweise nochmal eine Diversifikation, die wir in den letzten 20 Jahren bei vielen Restaurants erlebt hatten und selbst bei Coca-Cola gesehen haben. Der Hang nach Kaffee oder zum Kaffee hin, der hielt auch dort Einzug und hat sogar in manchen Restaurants so eine extra Ecke mit einem eigenen Counter zutage gebracht, wo es dann auch Kuchen zum Kaffee dazu gibt. Ja, ist sehr populär geworden in den letzten äh, anderthalb Jahrzehnten, könnte man sagen. Ja, fast jeder McDonalds hat mittlerweile diese, diese Ecke. Ähm, es gibt auch komplett separate McCafés in, in Großstädten, die immer beliebter geworden äh, sind und ja, sicherlich auch ein großer Umsatztreiber sind. Wer es dann ganz eilig hat, der kann selbstverständlich schon auf dem Weg dahin bestellen oder am Counter, all das ist möglich. Dann bekommt man eine Nummer, kann noch mal vielleicht auf die Toilette gehen oder im Auto noch mal ein bisschen Musik hören und kommt dann quasi erst dran, wenn auch alles warm vorgefertigt ist. Das finde ich auch eine ganz coole Sache und auch, dass das Unternehmen auf Fragen sehr zeitnah reagiert. Auch das ist ja sehr zeitgemäß. Ja, man muss schon sagen, dass hier einer der Gewinnbringer ganz klar die Digitalisierung ist. Durch diese von dir genannten Online-Bestellungen, Apps oder Terminals konnte man auch erheblich entsprechend hier beim Personal einsparen und dadurch letztendlich auch die Profitabilität steigern. Das ist sicherlich einer der positiven Punkte dann auch für für Anleger oder Investoren. Ja, die Margen, die können sich wirklich sehen lassen, die sind teilweise so hoch wie bei einem Hightech-Unternehmen, wenn man das mal direkt ähm, vergleicht. Und da der Umsatz ja auch wachsen soll, wenn auch gering in den nächsten Jahren, ähm, ist im Grunde genommen das Unternehmen sehr solide aufgestellt. Ja, sehr solide, wenn man die Umsatzrendite sieht oder auch die Nettomarge und die dann zum Beispiel auch die, durch diese Steigerungen bei den Lizenzgebühren noch weiter steigen könnte in den nächsten äh, Jahren, ist das auf jeden Fall ein Unternehmen, das auch äh, perspektivisch äh, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Fragt man sich natürlich, ob der Aktienkurs dem ähm, mithalten konnte oder vielleicht sogar vorausgelaufen ist. Aber ja, Pustekuchen in diesem Jahr im Minus. In diesem Jahr in der Tat in, im Minus. Die Aktie war natürlich auch sehr gut gelaufen. Äh, schon im letzten Jahr hat dann auch zu Beginn dieses Jahres ein neues Allzeithoch markiert. Sehen wir später auch im Chart. Und seitdem kommt die Aktie etwas zurück. Ähm, aber nichtsdestotrotz handelt sie immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Analysten haben natürlich die Zahlen auch schon bewertet, weil es ein großer Wert ist, der auch im Dow Jones notiert ist und sind mehrheitlich auf mindestens halten, aufstocken oder auf einem Kauflevel. Ja, insgesamt ein positives Rating auch der Analysten. Da sieht man teilweise doch Kursziele, die auch noch deutlich von den aktuellen Kursen entfernt sind. Auch neue Allzeithochs werden da prognostiziert perspektivisch. Und ich denke, nach einer Konsolidierung, in der wir uns aktuell befinden, stehen McDonalds da voraussichtlich auch wieder vom Aktienkurs her bessere Zeiten bevor. Das schauen wir uns direkt mal mit dem freestocks Tool an. Ja, schauen wir uns die Aktie hier zunächst im großen Bild im Wochenchart an. Und da sieht man diesen schönen Aufwärtstrend entsprechend auch über die letzten Jahre seit dem Corona-Tief. Jetzt kommt die Aktie zurück, seit sie dieses ähm, ja, mehr oder weniger Doppeltop hier ausgebildet hat im Bereich der Allzeithochs. Kommt die Aktie zurück. Die erste relevante Unterstützung konnte hier nicht halten im, im Bereich von 260 Dollar. Dort ist man zurückgefallen in diese Range, in der wir uns schon im letzten Jahr längere Zeit äh, befunden haben. Ähm, ja, aktuell als relativ neutral zu werden es ist durchaus möglich dass hier noch weitere Abgaben erfolgen bis im Bereich von 230 Dollar über 260 Dollar würde sich das Bild wieder aufhellen und man könnte wieder ähm, als erste Rückschlagszenario äh, hier die gleitenden Durchschnitte vielleicht anvisieren und das werden wir auf alle Fälle hier auch weiter mit äh, kommentieren und da wir ja auch schon McDonald's, in Kombination mit Coca-Cola in der letzten Woche skizziert hatten, weil dort viel davon ausgeschenkt wird, war es einfach auch logisch, dass wir den Wert hier nochmal außerhalb der Quartalszahlen nachreichen. Ja, das auf jeden Fall. Wir werden die Aktie weiter verfolgen und gegebenenfalls auch nochmal nach den Quartalszahlen updaten. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir allen eine erfolgreiche Handelswoche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächsten Mal, guten Appetit. <laughs> Mahlzeit zu einem neuen Format Aktien im Fokus mit Freestocks und Fit for Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jegen wird auch zugegen sein mit erfrischenden Infos zu einer Aktie. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Wir lassen erstmal das Intro und den Risikodisclaimer vorbeiziehen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, Erfrischungsgetränke wollte ich sagen, aber nicht zu viel verraten, denn wir hatten ja in der letzten Woche schon mal über Coca-Cola gesprochen und da geben sich natürlich noch ein paar weitere in dieser Peer Group, über die man reden dürfte. Ja, und heute geht es um den großen Konkurrenten der Coca-Cola, letztendlich um die PepsiCo. Ähm, die hat ja auch eine lange Historie hinter sich, die schauen wir nochmal kurz an und dann natürlich auch auf die aktuellen Quartalszahlen, die jetzt in dieser Woche gestern vermeldet worden sind. Ja, selbstverständlich. Ich sage immer die etwas andere Cola, da sie vor allem bei der Werbung hervorsticht, aus meiner Sicht viel, viel frischer einfach rüberkommt, ob das nun die Damen sind in den Werbespots, ich erinnere mich in meiner Jugend noch an eine Cindy Crawford, eine Britney Spears oder die Männer Michael Jackson oder die aktuellen Fußballstars, die man hier sieht. Ja, auf jeden Fall da hat man immer sehr interessante Anzeigen und Werbespots parat und arbeitet wirklich mit den großen Weltstars aus dem Sport oder auch Musikgeschäft zusammen. Von der Historie auch durchaus vergleichbar im Alter, denn die Ursprünge gehen tatsächlich auf Pepsi Cola zurück, die 1898 gegründet wurden, also ungefähr in der Epoche, wo auch die Coca-Cola-Rezeptur erfunden wurde. Und erst später ähm, fand die Firma durch den Zusammenschluss mit Frito-Lay 1965 zu dieser Größe, die wir heute kennen. Ganz genau. Und dann ja, wurden auch noch weitere Unternehmen aufgekauft. Das bekannteste ist sicherlich die Getränkemarke Tropicana, die 1998 schon hinzugekauft worden ist. Und in, ja, in diesem Zuge hatte man da schon über 300.000 Mitarbeitern. Und dann gab es entsprechend diese Fusion mit Quaker Oats im Jahr 2001. Und damit entstand dann letztendlich der fünftgrößte Lebensmittel- und Getränkehersteller der Welt mit vielen, vielen Marken, die unter diesem Dach der PepsiCo firmieren. Ja, wenn man die Marken nur zusammenzählt, dann ist das Unternehmen viel, viel breiter aufgestellt als die Coca-Cola Company, wobei an die jüngsten Marken, die dazugekommen sind, man zurückspulen bis bis ins Jahr 2017, als Alvale oder Al wie man es nennt, und Naked dazu kam. Seitdem ist da gar nichts mehr passiert. Genau, da ist man nicht so innovativ wie, wie vielleicht äh, im Coca-Cola-Business, wo man immer wieder neue Sachen auch äh, versucht. Wir haben es ja auch kürzlich angesprochen mit dieser Coca-Cola, die durch KI letztendlich hier ähm, die Rezeptur erstellt wird. Äh, ja, ganz so weit ist man bei Pepsi, PepsiCo nicht, aber man setzt auf das sehr breit aufgestellte Portfolio mit diesen vielen äh, Marken. Äh, auch im Chipsegment segment ist man ja mit Doritos und Lace äh, sehr, sehr groß vertreten. Man, Soda-Stream gehört auch mit dazu und da gibt es dann auch die entsprechenden Flavors direkt von der. PepsiCo, die man da auch mit reinmischen kann. Also man hat schon ein sehr, sehr interessantes Sortiment. Und damit ist äh, konzernübergreifender Umsatz auch weit vor Coca-Cola. Wenn das mal so eine Schätzfrage bei Günter Jauchs, wer wird Millionär, ist, glaube ich, vertun sich die meisten. Ja, da denke ich, würde, hätte ich mich auch vertan, wenn man äh, die Zahlen nicht äh, kennt, dass wirklich hier ein, ein deutlich größerer Umsatz äh, bei PepsiCo generiert wird im Vergleich zur Coca-Cola. Auch ganz dynamisch habe ich mir von der nächsten Generation, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, flüstern lassen, dass auch auf TikTok Pepsi ganz groß angesagt ist. Und zum Beispiel der TikTok-Star 24 Tim, den kannte ich vorher auch noch nicht hier entsprechend für die Lipton Eis-Tee-Werbung machen. Und die gehören eben auch zu Coca-Cola. Genau, die gehören auch dazu. Und ja, die scheinen auch bei der jüngeren c hier hip zu sein und werden entsprechend dann auf den sozialen Medien hier auch durch diese Influencer promotet. Bleiben wir mal in Deutschland. Der Markt in Deutschland, der ist schon sehr früh betreten worden. Kaum war quasi ähm, der Krieg beendet, hat auch der amerikanische Konzern hier den Schwung ähm, reingebracht in die Umsätze in Deutschland. Wir haben mittlerweile mehrere Standorte, also ein Firmennetzwerk, könnte man so sagen, in Deutschland aufgebaut, wo es aber vorrangig um die Abfüllung geht. Denn das muss ja nicht alles von Amerika rüber transportiert werden. Das wird natürlich auch wie bei Coca-Cola an den Standorten mit dem Wasser, was dort in der Region erhältlich ist, versetzt und produziert. Produziert. Ganz genau. Man hat viele Apfelstandorte in Mitteldeutschland letztendlich und von da geht es dann in, ja letztendlich ins ganze Land. Man hat auch verschiedene Distributionszentren, die dann dafür sorgen, dass das auch entsprechend hier schnell an Ort und Stelle in den Handel entsprechend gelangt. Ein innovativer Arbeitgeber, auch übrigens vom Gebäude her, das ist ja so der erste Eindruck, den man hat, wenn man zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch geht. Wenn das Gebäude ziemlich cool und modern ist, dann denkt man, ja, da fühle ich mich vielleicht auch wohl, also da punktet Pepsi auf jeden Fall auch so ein Stück weit vor Coca-Cola, wenn ich mir das Gebäude da in Berlin anschaue, das ist doch ein bisschen altbacken, Ziegelsteingebäude. Aber das ist nochmal eine persönliche Sache. In Deutschland muss man auf alle Fälle hinzufügen, dass es da PepsiCo mittlerweile sehr schwer hat. Denn durch diesen Handelskampf zwischen den Herstellern aus Amerika und den großen deutschen Handelsketten, die eben die Preiserhöhung teilweise nicht mitmachten, sind sie einfach bei manchen aus den Regalen verschwunden. Ja, da ist man entsprechend knallhart, zum Beispiel hier bei Edeka oder auch bei, bei Kaufland. Da fliegt man dann sehr schnell aus den Sortimenten raus, wenn man entsprechend da nicht bei der Preispolitik auf einen Nenner kommt. Und das zeigt sich dann auch in den Umsatzzahlen, weil wenn diese großen Ketten die Produkte nicht listen, dann schafft man es einfach nicht mehr, den Wettbewerbsvorsprung vor Coca-Cola zu halten. Und hier hat zum Beispiel Coca-Cola bei den Marktanteilen in der Zielgruppe in Deutschland letztes Jahr sogar Pepsi überholt. Ja, entsprechend hat man dann wirklich verloren, während in anderen Regionen der Welt, da kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, doch großes Wachstum noch herrscht, ist der Marktanteil in Deutschland in der Tat rückläufig. Ja, bin gespannt, ob man das mit dem Thema Nachhaltigkeit oder du hattest schon angedeutet, so das Stream, ich habe auch einen, aber die Geschmackssorten habe ich noch gar nicht ausprobiert, hier wettmachen kann. Auf alle Fälle sind das Ideen, die bei der Zielgruppe, bei der nächsten, ich sage bewusst nicht die letzte Generation, sondern nur die nächste gut ankommt. Ja, das auf jeden Fall. Da setzt man verschiedene Schwerpunkte im Bereich der Nachhaltigkeit. Natürlich geht, ist dieser Umweltaspekt auch sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen, dass äh, auch viele Einwegverpackungen, sei es durch die Getränke oder auch die Chips, entsprechend hier produziert. Was passiert mit dem Müll? Wie kann man da auch vielleicht mehr auf äh, auf die PET, auf die Mehrwegflasche setzen äh, und so weiter? Und auch das soziale Engagement ähm, scheint bei Pep äh, PepsiCo sehr groß zu sein und das kommt natürlich auch bei der jüngeren Zielgruppe gut an. Ja, und da muss jetzt nur noch der Umsatz entsprechend folgen. Also Einsparungen sind natürlich schön, um die Margen erstmal zu erhöhen, aber letzten Endes geht es um Umsatz und um neue Produkte. Da wird weiter dran geforscht und mit Hochdruck dran gearbeitet. Die Aktionäre, die sind bisher mit der Entwicklung sehr zufrieden. PepsiCo gilt als einer der wenigen Dividendenaristokraten, die auch über 50 Jahre hier, das 51. Jahr war letztes Jahr, in Folge die Dividende erhöhen konnten. Ja, das ist wirklich eine Hausnummer, mehr als 50 Jahre hier ähm, eine Dividende und die auch immer weiter angestiegen ist. Also da ist man aus Investorensicht, also wer langfristig die Aktien in seinem Portfolio verhält, äh, sicherlich sehr, sehr gut mit einer PepsiCo bedient. Ja, jetzt kommen wir von der langfristigen Sicht in die kurzfristige. Du sagtest es schon, gestern Abend gab es die Quartalszahlen und die Gewinnprognose wurde jetzt das dritte Mal in Folge, also das dritte Quartal war es ja für Pepsi schon, ähm, angehoben. Also besser geht es eigentlich nicht. Wir haben die Quartalszahlen mal auf einen Blick mitgebracht. Ja, der Gewinn lag bei 2,25 Dollar je Aktie und damit lag man auch deutlich über den Erwartungen von 2,16 Dollar je Aktie. Der Umsatz übertraf dann auch mit 23,5 Milliarden die Analystenschätzungen, die mit 23,4 Milliarden gerechnet hatten. Und auf Jahressicht entspricht das dann entsprechend hier einem Umsatzplus von 6,7 Prozent und einem Gewinnsprung von 15 Prozent. Und scheinbar wird viel geknappert, zumindest in Nordamerika. Die Lays Chips und die Doritos, Tortillas, die es vielleicht auch am Kinoeingang gibt, die haben den Umsatz nochmal gehörig steigern können. Und bei den Getränken ist es in Lateinamerika ebenso. Während in Deutschland da ein bisschen die Zahl nach unten ging, ist das auf alle Fälle etwas, was die Aktionäre und die Company erfreut hat. In Summe, aber der Aktienkurs, das sieht so aus, als ob da schon alles eingepreist war. Ja, der hat sich in der Tat hier kaum bewegt. Da war anscheinend alles eingepreist. Auch die, der positive Ausblick. Man hatte auch äh, gerade in manchen Regionen äh, außerhalb der USA und, äh, und auch Europas hier starke Zahlen und starke Dynamik zu vermelden. In, in Afrika, im, im Nahen Osten oder auch in, in, in Südasien konnte man wirklich auch zweistellige äh, Wachstumsraten hier ausweisen, was sehr, sehr positiv ist, dass man auch nicht nur zu, fokussiert ist hier auf eine Region, sondern wirklich weltweit äh, gut aufgestellt ist. Das soll die nächsten Jahre auch so bleiben. Kontinuierliches Wachstum ist ähm, jetzt für die nächsten Jahre erst einmal in Aussicht gestellt worden beim Umsatz. Die Margen laufen auch mit nach oben, die Erträge. Und wenn man in die Bilanz reinschaut, ist das ja eine zweistellige Umsatzrendite. Davon träumen viele andere Unternehmen. Ja, sehr positiv, sowohl die Umsatzrendite auch, als auch die Nettomarge hier auch im zweistelligen Bereich. Dann sieht man hier auch nochmal schön die gestiegene Dividende über die letzten Jahre, die auch immer weiter ansteigen soll bis über 5 Dollar, 5,50 Dollar dann in den nächsten beiden Jahren. Ja, wo ist jetzt das Haar in der Suppe? Denn wenn ich die Performance vergleiche, minus 9 Prozent in diesen Jahren, die Analysten mehrheitlich nur aufhalten, haben wir was übersehen? Nicht, nicht unbedingt, aber die Aktie war natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen. Von daher haben wir in, diese, in diesem Jahr jetzt erstmal auch eine kleine Korrektur gesehen, einen Rücksetzer ähm, hier im Vergleich ähm, zum, zum Jahresstart von knapp 9% Abschlägen. Ähm, ja, die, die Analysten sehen immer noch teilweise deutlich höhere Kursziele, aber viele sind hier entsprechend auch aufhalten äh, gestimmt. Ja, Mal sehen, wie das im Chartbild mit dem Freestocks-Tool sich anmutet. Du startest das gleich mal. Ja, dachten wir zunächst ja auch mit dem Wochenchart, mit dem Big Picture und da sieht man schon diesen schönen, schönen Aufwärtstrend letztendlich seit, dem, äh, seit den Corona-Tiefs, äh, diesen jahrelangen Aufwärtstrend letztendlich hier mit den Allzeithochs, knapp unter der 200-Dollar-Marke. Im, das war im Mai des letzten Jahres. Und jetzt sieht man, dass man aus diesem schönen Trendkanal nach unten ausgebrochen ist. Auch hier im Sommer hat diesen Bereich nochmal getestet. Und dann gab es entsprechend diesen Abwärtsimpuls auch über die letzten beiden Monate. Man hat zuletzt hier auch ein wichtiges Unterstützungsniveau erstmal nach unten durchbrochen, bei ca. 170 Dollar. Mit diesem hat man einige Handelstage hier gekämpft. Und dann kam nochmal die Dynamik hier auf der Unterseite, entsprechend hier Anfang Oktober. Und man ist auch in auch einen Bereich gelaufen, also in dem Bereich von ca. 155 bis 157 Dollar. Das sind die Tiefs, die wir hier im Frühjahr des letzten Jahres gesehen haben. Das ist auch eine potenzielle Unterstützung. Knapp darüber kam jetzt hier auch wieder ähm, Kaufinteresse rein, auch unter relativ hohem äh, Handelsvolumen, also das höchste, was wir in diesem Jahr bisher gesehen haben. Und da sieht man auch schon, es ist ein potenzieller Wendepunkt, den wir hier erreicht haben jetzt in den letzten Handelstagen. Der nächste Widerstand kommt hier aber auch schon wieder relativ schnell zum Tragen. Das heißt, diese vormalige Unterstützung könnte natürlich im ersten Anlauf hier auch als Widerstand fungieren. Da muss man muss man entsprechend darauf achten. Über 170 Dollar wäre sicherlich der Weg auch wieder frei. Zunächst bitte, bis zu den gleitenden Durchschnitten, die jetzt auch abwärts gerichtet sind. Von daher auch erst einmal potenzieller Widerstand und darüber sicherlich dann auch, wer es sehr konservativ eingehen lässt, wartet dann, bis die 180 Dollar auch zurückerobert worden sind. Aber eine schöne Gegenbewegung. Wer hier schon drin ist, kann sicherlich die noch etwas laufen lassen und ansonsten vielleicht ja, über der 170-Dollar-Marke nochmal schauen, ob man vielleicht eine gewisse Bewegung hier mitnehmen kann. Ja, was ich auf alle Fälle beim Mitnehmen mitgenommen habe bei den Produkten ist, dass ein Konzern, der vielleicht Coca-Cola oder Pepsi heißt, nicht nur aus den Kernprodukten besteht, sondern dass man da ganz viele rechts und links auch noch zum Konzern gehörig sieht und wenn man Aktionär ist, dann vielleicht auch sein Fokus beim abendlichen Knappern auf sowas liegt. Ja, das auf jeden Fall. Von daher ein sehr interessantes äh, Unternehmen, auch mit, mit in einer interessanten äh, Bilanz und sicherlich auch Zukunftsperspektiven. Von daher sicherlich aus Tradersicht oder auch aus Investorensicht ein Wert, den man auf seiner Watchlist haben sollte. Wir bleiben dran bei den Themen und äh, freuen uns natürlich auf die nun bald startende Quartalsaison. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für die Berichterstattung, Roland Jägen, und bis bald. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen bei Free Stocks und Fit for Finanzen mit der Aktie im Fokus. Wir haben wieder ein neues Unternehmen quasi für Sie recherchiert, fundamental und in der Charttechnischen Betrachtung aufbereitet, was in den letzten Wochen in den Top und Flop Listen immer mal wieder mit genannt wurde. Nach dem Intro geht's los. Hallo Roland. Hallo Andreas. Schönen guten Tag. Ja, wir graben aber auch immer wieder was aus, was äh, bisher noch nicht hier in dieser Playlist vorhanden ist und kommen damit auch den ganzen Nutzerwünschen nach, die uns immer wieder erreichen. Ja, das auf jeden Fall heute auch mal ein etwas kleineres Unternehmen, aber da können wir gerne vor Beginn der neuen Quartalssaison einmal etwas näher draufschauen. Es geht auch um ein Unternehmen aus dem Bereich der Medizintechnik und zwar um die Dexcom, die war in der Tat in den letzten Tagen und Wochen häufiger bei den Verlierern aus dem Nasdaq 100 zu finden und es geht letztendlich hier um die Kontinuierliche Messung von, ähm, ja, oder um Glucose-Sensoren, die, die kontinuierlich messen und entsprechend von Diabetes-Patienten genutzt werden. Ja, unter Diabetes kann man sich dann was vorstellen. Jeder kennt bestimmt jemanden, ne, der diese Krankheit hat, obwohl sie gar nicht so offensichtlich ist. Ähm, in meinem Bekanntenkreis gibt es eins, zwei, die haben tatsächlich auch so ein Gerät an der Haut, ähm, eng anliegend, was immer Signale gibt, besonders wenn wir uns mal zu Kaffee und Kuchen verabreden, muss dann nachjustiert werden. Ganz genau. Früher musste wirklich immer noch hier entsprechend über die Fingerspitze ähm, gemessen werden, Blut abgenommen werden mit einem kleinen Peaks. Heute funktioniert das teilweise wirklich automatisch, indem man so einen Sensor am Arm oder wo auch immer entsprechend aufgebracht, aufgeklebt bekommen hat. Und solche Produkte stellt Dexcom her und da kann man entsprechend das mittlerweile über Smartphone, über eine App dann auch monitoren und dann entsprechend hier auch äh, eingreifen. Da gibt es ja verschiedene Abschweifungen oder Abstufungen, Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes und so weiter. Viele merken es erst nach einigen Jahren, dass sie überhaupt Diabetes haben. Also die Diagnose ist erstmal langwierig. Wenn man es dann hat, kann man es relativ gut in den Alltag mit integrieren im Sinne von damit leben. Und die Daten aus Deutschland zeigen hier erst einmal, wie viele überhaupt betroffen sind. Ja, es ist wirklich eine, eine Volkskrankheit, könnte man sagen. Elf Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen. 8,7 Millionen davon mit einer Typ-2-Diabetes und 372.000 mit einer Typ-1-Diabetes. Und ja, viele wissen nichts vor der Erkrankung. Von daher ist auch hier auch die Grauziffer durchaus recht hoch. Ja, und mich hat wirklich erstaunt, dass es 1.600 neue Fälle pro Tag gibt. Und das liegt sicherlich auch ein bisschen am Lebenswandel, der in den letzten Jahrzehnten vollzogen wurde. Also... Sag mal, viel Fast Food, wenig Bewegung, das war auch in der Corona-Zeit ein Riesenthema und da ist eigentlich Dexcom genau in der richtigen Zielgruppe oder Nische entsprechend positioniert. Wie funktioniert das Ganze? Das Unternehmen gibt es schon seit 1999 aus Kalifornien ein Start-up, was aber auch in Schottland noch ein Headquarter hat, in 39 Ländern präsent ist. Das Glukose-Monitoring wird also letzten Endes ständig durchgeführt. Also es gibt Schwellenwerte, da piepst das Teil, auf Deutsch gesagt, und man kann die ganzen Daten auch Aufzeichnen und dann letzten Endes mit dem Arzt ähm, die entsprechenden Gegenmaßnahmen einleiten. Ganz genau, von daher, das wird auch immer immer smarter, das Gerät piepst, aber man kann mittlerweile dann auch schon die Push-Up-Nachrichten hier über Smartphone, über die App bekommen und dann sich dort entsprechend äh, informieren. So gibt es auch sowas wie eine Ampel, die angezeigt werden kann, wo man einfach weiß, ob man da in einem kritischen Bereich ist oder nicht und äh, dann entsprechend hier auch äh, vielleicht das Insulin dann entsprechend äh, spritzen muss. Von daher, äh, es ist ein interessantes äh, Produkt, das auch immer weiter entwickelt wird. Nicht nur das Produkt an sich, sondern auch die App, die äh, Dexcon hier. Selbst entwickelt und, und dann auch immer weiter den Bedürfnissen seiner Patienten hier anpasst. Vielleicht lernt man über die Datensammlung von allen Patienten weltweit auch noch ein bisschen was, um den ganzen Vorgang zu verbessern und um das Leben noch angenehmer zu machen. Aus den USA stammt ist natürlich auch das Hauptumsatzfeld in den USA. Wenn man das von den Regionen betrachtet, gibt es gar keine einzelnen Länderabstufungen, sondern nur USA und Rest der Welt. Ganz genau. Drei Viertel des Umsatzes wird in den USA generiert und ja, der andere Viertel entsprechend hier äh, außerhalb der USA. Aber auch da versucht man natürlich immer weiter zu expandieren, neue ähm, Länder zu erschließen und dann natürlich, dass sich irgendwann diese Gewichtung vielleicht auch etwas weiter verlagert. Das passiert dann über Partner oder auch im Direktvertrieb über Partner? Da sind vermutlich dann Ärzte und Apotheken, würde ich mal vermuten, ist noch der größte Umsatzanteil zu verzeichnen. Und jetzt kommt etwas, womit die Firma selber nicht gerechnet hat, nämlich die Abnehmpille. Denn Diabetes ist ja oftmals auch ein Thema für übergewichtige Menschen. Und wenn man mit der Abnehmpille dem entgegenwirken kann, ja, dann ist die Grundlage für Dexcom so ein Stück weit aufgeweicht. Das ist zumindest die Angst im Markt. Kürzlich sind ja diese Diabetesmittel von Ilalili Lilly und auch von Novo Nordisk auf den Markt gekommen, die, die, diese Diabetesmittel, die einen sehr interessanten Nebeneffekt haben. Und zwar lassen sie dann nebenbei noch die Kilos äh, purzeln. Das heißt, es ist wirklich hier ein Abnehmmittel. Und ähm, ja, das wird immer bekannter. Von daher gab es durchaus hier auch Bedenken von Investorenseite, ob nicht das auch natürlich negative Auswirkungen auf die Dexcom-Aktie haben könnte, weil dann vielleicht einfach diese ähm, Produkte, diese Sensoren irgendwann nicht mehr ähm, in der Form auch benötigt werden im großen Maße und das ließ auf jeden Fall die Aktie in den letzten Tagen oder schon Wochen ein gutes Stück weit einbrechen. Aber das ist reine Spekulation, denn die Geschäftszahlen, die vorliegen, bisher die deuten auf ein weiteres Wachstum hin. Genau, die Zahlen deuten auf weiteres Wachstum hin. Wir haben ja auch mal die Zahlen aus dem letzten Quartal mit reingebracht. Also der, der Umsatz im zweiten Quartal ist ja um 25 Prozent gestiegen und auch der Gewinn ist sehr, sehr deutlich angestiegen um mehr als 100 Prozent. Die neuen Zahlen, die werden dann auch in Kürze rauskommen, Ende Oktober. Von daher aufs ganze Geschäftsjahr gesehen erwartet man, oder die Analysten erwarten, 3,54 Milliarden US-Dollar. Und das wäre wirklich ein deutlicher Anstieg von mehr als 20 Prozent aufs Gesamt Gesehen. Ja, und wenn äh, das tatsächlich nicht bewahrheitet ist, die Aktie ja unterbewertet, wenn man es so möchte. Auf die Analysten kommen wir gleich mal äh, zu sprechen. Äh, zuvor noch äh, vom Unternehmen die ausgegebenen Zahlen für die nächsten Jahre. Da soll der Umsatz und auch die Margen weiterhin aufwärts tendierend fortgeschrieben werden. Ja, weiter deutliches Wachstum, das hier prognostiziert wird, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Die Umsatzrendite ist auch durchaus sehr ordentlich und soll weiter ansteigen. Eine Dividende wird noch nicht ausgewiesen, aber das sind insgesamt sehr, sehr gute Zahlen. Auch wenn das Unternehmen noch nicht so groß ist, ist es trotzdem ganz klar, hier ein Unternehmen, das auch als Wachstumswert zu bezeichnen ist. Das konnte man vom Aktienkurs jetzt per Saldo in diesem Jahr nicht mehr behaupten, in den letzten Tagen immer mal wieder unter den Flops zu finden. Im Nasdaq notieren minus 30 Prozent seit Jahresstart. Ob da die Ankeraktionäre ein bisschen nervös werden? Was denkst du? Ich denke, die bleiben hier auch mit an Bord. Es ist ein Unternehmen aus dem Nestec 100. Von daher per Definition ist man da natürlich schon in vielen Fonds und auch bei institutionellen Anlegern gelistet. Solange nicht die Gefahr droht, dass man aus dem Nestec 100 rausfällt, glaube ich nicht, dass hier die Ankeraktionäre einen Rückzieher wahrnehmen werden. Ja, und da ist wieder die Vanguard Group dabei, JP Morgan Fidelity und die üblichen, die wir bei vielen großen Werten eben auch gesehen haben. Und die melden sich auch zu Worte nach wie vor und sagen, das ist eine klare Kaufempfehlung. Und auch da ist ein großer Überhang im Vergleich zu allen anderen Analystenmeinungen. Die Kursziele liegen teilweise sehr deutlich über den äh, aktuellen äh, Kursen. Teilweise werden mehr als 100 Prozent äh, auf der Oberseite hier an Potenzial veranschlagt. Da darf man natürlich gespannt sein, wie das Chartbild ausschaut. Und du hast mit dem Freestocks-Tool noch ein paar Widerstände und Unterstützung entsprechend recherchiert. Ja, schauen wir uns die Aktie etwas näher an. Zunächst im Big Picture, im, im Wochenchart. Und da sieht man seit den Allzeithochs bei 165 Dollar hier Ende 2021, gab es zunächst einen stärkeren Rücksetzer ähm, über das Jahr 2022 hinweg. Dann hat sich die Aktie Ende des letzten Jahres schon erholen können. Und dann gab es eigentlich äh, zu Beginn dieses Jahres auch eine schöne. Ähm, Aufwärtsbewegung bis zum äh, Sommer. Und jetzt ist die Aktie sehr stark eigentlich seit Mitte Juni hier auch äh, unter die Räder gekommen und äh, eingebrochen und hat damit natürlich auch die Kursgewinne, die sie zu Beginn des Jahres hier verzeichnet hatte, wieder komplett abgegeben und noch äh, viel mehr. Man testet aktuell ein sehr interessantes Unterstützungsniveau. Das ist diese Marke von ca. Ähm, 78 bis 80 Dollar. Das ist ein, eine wichtige Unterstützung aus der Vergangenheit. Mal schauen, ob die Aktie hier reagieren kann heute oder in den nächsten Tagen. Ansonsten ist nicht allzu viel Unterstützung gegeben bis in den Bereich der Vorjahrestiefs, die hier im Bereich von ca. Ähm, 67 bis 68 Dollar ausgebildet worden sind. Also ich denke, man ist nahe einer technischen Gegenreaktion, wie weit die uns dann führen wird, bleibt abzuwarten. Aber man sieht, da ist Potenzial vorhanden. Die 100-Dollar-Marke als psychologisch wichtige Marke und ähm, auch als die Marke, wo aktuell der 50-Tage-Durchschnitt liegt als erstes Ziel dann auf der Oberseite. Von daher, wer etwas spekulativer das Ganze angehen möchte, vielleicht auch mit einem sehr engen Stopp, ist hier in einem Bereich, wo man die Aktie durchaus näher verfolgen könnte in den kommenden Handelstagen. Ja, und wer die Medizin in seinem Depot auch mitgewichtet, muss ja nicht nur auf Hersteller gehen, die Medikamente anbieten, sondern kann eben auch für solche in Anführungsstrichen Volkskrankheiten das Gegenmittel hier mit ins Depot aufnehmen. Ja, das auf jeden Fall. Es ist ein etwas kleinerer Wert, aber sicherlich zur Beimischung eines längerfristigen Depots sehr sehr gut geeignet oder als auch als kurzfristig spekulativer Wert, um einfach einen Swing Trade oder ähnliches zu veranschlagen. Damit nähern wir uns der Komplettabdeckung des Nest der Kunden mit diesem Unternehmen. Hat mir wieder viel Freude gemacht, habe viel erfahren. Danke an dich, Roland Jegen. Auf bald. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.